dann würde ich sagen, kann das Grauen mal beginnen. Ich freue mich so wahnsinnig. Hallo? Was sollte das denn jetzt? Ja, geht doch. So. Ja, es hat geklappt. Sehr schön. Mann, 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 Mann. Jetzt können wir den auch noch ein bisschen prügeln. Heieiei. Klar, beim letzten Mal war ich da echt schlechter gewesen. Letztes Mal, als ich hier die Stelle gespielt habe, da hat mich das Teil selbst mit der Verlangsamung immer wieder runtergerissen. Und ich wäre daran fast verzweifelt. Ich hätte am liebsten den Controller zerbrochen, aber das ist mein einziger Xbox-Controller für den PC. Und deswegen, die alten kann ich dann ganz schnell schließen, weil ich einfach kein Adapterkabel habe, beziehungsweise keinen Adapterstecker. So, oben fahren wir, da haben wir das aktiviert, um den runterzufahren. Ganz oben kommen wir noch nicht hin. Kommen wir da überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht. Da kommt uns schon der nächste Wicht entgegen, beziehungsweise die nächsten drei Wichte. Oh, habe ich euch runtergeschmissen? Das war ja lustig. Und du kriegst einmal so einen ab. Zack. So, warum die da unten gestorben sind, weiß ich nicht. Obwohl, die kommen von alleine nicht hoch. Daran könnte es liegen. Und ich sehe schon, hier haben wir dasselbe Spielchen. Aber im Moment noch keinen Teil, wo wir verlangsamen können. Na gut. Ganz runtergehen. Und mir ist der Ton gerade ein bisschen sehr laut. Ich drehe den mal auf meinen Kopfhörern etwas leiser. Ich hoffe mal, ihr hört mich noch ordentlich durch den ganzen Krach hier, den diese Teile fabrizieren. So, gehen wir bitte runter. Da scheint nichts mehr zu sein. Scheiße, wie ging das denn hier? Ah, da ist was. Müssen wir mit der Bombe kaputt machen. Heiliges Blödsinn. Genau. Aber warum wir das kaputt machen müssen, weiß ich schon gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Naja. Das heißt, ich würde sagen, erstmal hier wieder hoch. Dann ist ja ganz nur, Also. Ach Mann, falsch. Da hoch. Das ist auch schon der nächste Muppel, der uns ankragen will. So. Da geht's auch nicht hoch, weil sich das Teil noch dreht. So wie es ausschaut, müssen wir dann hier hoch. Ja. Kommt wieder ein gar lustiger Raum. Wobei, die sind ja noch recht harmlos. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, ich darf da nicht in die Mitte kommen. Weil sonst schreddert mich was. Ja, genau das. Aua. Und ich darf natürlich die Bombe auch nicht treffen, weil wenn ich die treffe, dann geht es sowieso auch nicht ganz so gut. Dann machen wir erstmal den auf der anderen Seite. Ach Mann. So. Auch schon erstaunlich, dass der Krieg mit der Waffe von seinem Bruder kämpft, weil es ist ja eigentlich die Sense von Tod. Ich habe bisher auch nicht gesehen, zumindest im zweiten Teil habe ich es nicht gesehen, dass irgendwie der Tod mit dem Schwert von Krieg kämpft. Hm.
War wahrscheinlich damals ganz cool gewesen. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie machen wir das denn hier? Da ist ein Schatz, wie kommen wir da hin? Von der anderen Seite irgendwie. Jetzt ist nur die Frage. Ne, Moment. Geh bitte nochmal hoch. Ich glaube, den können wir nämlich von hier aus anschießen. Den müssen wir sogar von hier aus anschießen, so wie es ausschaut. Ja. Weil jetzt können wir uns nämlich hier die Bombe holen. Und mit der Bombe unten das wegsprengen. Na komm, explodier. Sehr schön, das hat geklappt. Jetzt geht das nämlich, jetzt müssen wir nämlich nochmal wieder hoch. Das Teil runterlassen und dann können wir hier unten nämlich aktivieren. Hätten wir das nämlich jetzt nicht gemacht, dann wären wir zu langsam gewesen mit der Bombe, um das Ding kaputt zu machen. Und wir hätten die Bombe in unserer Hand explodiert gehabt. Und das wollen wir ja nicht. So. Fahr mal runter. Dann einmal runter springen. Und dasselbe Spielchen, was wir vorhin schon hatten, hier jetzt nochmal. Glaube ich, geklappt, ja. Schnell hoch und rüber, 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 rüber. Ja, hat auch gut geklappt. Wir sind sogar relativ schnell. Wahrscheinlich habe ich früher immer das Dashen vergessen oben an der Wand, weil da kann man ja auch schneller sich fortbewegen. So, einmal da, jetzt auch noch ganz oben. Das wird mir eigentlich jetzt gefallen, nach ganz oben. Aber ich meine, hier wäre ja auch irgendwo noch eine Kiste gewesen. Genau, die haben wir vorhin schon von der anderen Seite gesehen. Was haben wir denn da? Eine Lebensessenz. Da müssen wir davon ja jetzt schon drei Stück haben, genau. Wir können also dreimal unser Leben auffüllen. Und da haben wir wieder einen freundlichen Freund. Na komm. Das haben wir soweit geschafft. Das war ja auch nur der eine, war ein bisschen lächerlich. Das können wir diesmal nicht anschießen, dann müssen wir so runterfahren. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken, wo das hinfährt. Eine Etage tiefer. Das heißt, wir können jetzt hier runter. Und dürfen das ganze Spielchen nochmal machen. Ja, bravo, ich freue mich. Ach, was bin ich froh, wenn ich hier durch bin. Na, wo ist das Ding? Da ist es. Und da sind wir auf der richtigen Seite, genau. Ja, ich habe das wirklich alles sehr viel schwerer in Erinnerung. Komm mal her. Ich mal runter, genau, und gibt's uns Leben. Zack, der zerplatzt da unten. Und wir können hier, glaube ich, ganz nach oben, genau. Wow. Verreck mal bitte. So. Das war alles nur das eine Ding hier. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre noch eine Kiste. Endlich Ruhe, ich bin begeistert. Dieses nervige Geräusch von dem Bohrer, das war ja widerlich. Haben wir jetzt eigentlich alle Bohrer aus? Ich glaube ja. Nee, der läuft immer noch. Der läuft immer noch. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Wie ging das denn hier noch? Ach, da oben. Stimmt. Hier kommen wir aber noch nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt hier erst mal ganz unten und durch das Loch da springen, was der Bohrer gebuddelt hat. Genau hier rein. Auch richtig tolle Höhle hier. Ja, hier oben kommen wir noch nicht hin. Man sieht auch schon, das ist ein ganz... Wow, da kommen Viecher, glaube ich.
Na, komm mal her. Machen wir die erst weg. Komm mal. Erst weg machen, bevor ich weiterrede, weil sonst kann ich mich nicht auf den Kampf konzentrieren. Da ist noch einer. Komm mal her. Der hat mich gebissen, der Sauhund. Das ist ja noch nie passiert. Da unten ist auch... Ist da noch einer? Nee. Aber hier ist noch ein Artefakt. Und das Artefakt da, was wir da oben gesehen haben, das ist das Einzelstück, was es an Artefakten gibt. Das größte überhaupt im Spiel. Da kommen wir aber auch erst ganz zum Schluss hin, weil uns dafür eigentlich alles fehlt, was man da noch finden kann. Weil das ist auch sehr tricky, da dran zu kommen. Ich kann es euch nochmal zeigen. Wo ist es da? Das wäre dann das Artefakt. Ne, da nicht. Hier in der Mitte, das, genau. Das ist da oben, dieses Teil. Aber wie gesagt, das holen wir uns später mal. Hier haben wir, glaube ich, jetzt auch alles gesehen im Wasser. Ja. Das heißt, wir können hier auf der Seite weiter. Na, springen wir mal hoch da. Sehr schön. Oh, oh. Oh, oh, über uns läuft, was heißt läuft, kriecht, glaube ich, gerade der Wurm lang. So, und jetzt hier haben wir auch wieder ein bisschen was zum Rätseln. Oh, ich sehe auch da hinten schon wieder einen Lebensstein. Zumindest ein Bruchstück vom Lebensstein. Machen wir erstmal hier die Wand weg. Sehr schön. Den müssen wir nämlich darüber ziehen, damit der den hochhebt. Ich muss mich aber erstmal umgucken. Da unten ist noch eine Kiste. Da oben ist noch was. Da ist auch noch überall was. Ach du Heiliger. Da haben wir noch gut was zu tun. Wir ziehen erstmal das Teil darüber. Beziehungsweise so, dass wir von der anderen Seite drankommen, weil sonst schnabuliert uns das Teil von oben weg. Dieses blöde Tentakelvieh. Man sieht schon, da ist es gerade schon aufgegangen, weil irgendwas in seine Nähe kommt. So. Schnappen wir uns die Kiste. Das hat soweit geklappt und ich würde sagen, können wir da jetzt so drüber oder? Moment. Schießen wir das mal eben an. Dann da dran. Ja, ich glaube schon, dass wir da jetzt drüber kamen. Allerdings habe ich mir hier auch ab und zu mal einen abgebrochen. Hep, hep. Ja, geht. Was finden wir hier? Ach, so ein Verlangsamungsteil, genau. Da war ja was. Mit dem Verlangsamungsteil mussten wir bis da hinten hin. Mal dranballern und laufen. So. Da habt ihr es gerade noch gesehen im letzten Moment. Hätten wir das jetzt nicht gemacht mit dem Verlangsamen, dann hätten die Teile uns auch wieder gefressen und wir wären hier nicht reingekommen. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen, ich schnapp mir einmal die. Und schmeiß da oben hin. Dum, 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 dum. Jetzt haben wir da auf jeden Fall schon mal frei. Jetzt würde ich sagen, nehme ich mal wieder die Sense und die Waffe. Ich versuche mal die ein bisschen abzuknallen, aber es scheint gerade nicht so zu funktionieren, wie ich das vorhabe. Komm doch mal her. Da habe ich einen getroffen. Ja, komm doch, komm doch, komm doch. Ach Mann. Einen dran schmeißen. Und noch einen dran schmeißen, weil es so schön ist. Ach man, der war's nicht. Zack.
Du willst nicht sterben? Meine Herren, ey, bist du hartnäckig. Dann eben so. Und so wie es ausschaut, war es das immer noch nicht. Ach ja, jung. Zack, dann den nochmal. Jetzt hat man erwischt. So macht man das.